Zwischen 1894 und 1937 hat die Reichslimeskommission die römische Grenze eingehend erforscht. Unter der Leitung von Theodor Mommsen wurden Streckenabschnitte und Wachtposten nummeriert. Für Strecke 10, den Odenwald-Limes, war Wilhelm Conradi verantwortlich. Doch hatte dort die Limesforschung bereits im 18. Jahrhundert begonnen. Graf Franz I. von Erbach-Erbach gilt als einer der ersten Limesforscher. Er war ein aufgeklärter Fürst und förderte in seinem Land Schulen, Gewerbe und Landwirtschaft. Mit Einführung der Elfenbeinschnitzerei, die er auch selbst meisterhaft beherrschte, verhalf er Erbach zu besonderer Blüte. Die Liebe zur Antike hatte er bereits in der Jugend erworben und durch zwei Reisen nach Italien vertieft. Von dort brachte er antike Waffen und Altertümer mit, für die er in seinem Schloss eigene Räume einrichtete. Das erste römische Zimmer diente dem Grafen als Arbeitszimmer und zeigte im Schwerpunkt Exponate zur griechischen Antike. Neben Gipsabdrücken antiker Reliefs und Vitrinen mit griechischen Vasen finden sich hier auch Funde der Odenwälder Limesgrabungen. Das zweite römische Zimmer war das Empfangszimmer, wo für die Besucher Sitzgelegenheiten römischer Art bereitstanden. Den Schwerpunkt der Ausstellung bildeten hier die Porträts römischer Kaiser, Staatsmänner und deren Frauen. Neben diesen beiden Zimmern befindet sich das etruskische Kabinett, das dem Grafen als Schlafzimmer diente. Durch die Liebe zur Antike entstand beim Grafen der Wunsch, auch in seinem Land nach Spuren der Römer zu forschen. Er beauftragte seinen Oberförster Friedrich Louis, alle Kastelle und Wachturmhügel der Grafschaft zu untersuchen. Aus den gefundenen Steinen rekonstruierte er die Torbauten zweier Kastelle, wie sie seiner Vorstellung entsprachen. Im englischen Garten bei Eulbach entstand so der erste archäologische Park Deutschlands. Besonderer Blickpunkt ist der 8 Meter hohe Obelisk in der Mitte des Gartens, der aus Steinen des Kastells Würzberg errichtet wurde. Der Wachturm 1022 wurde als künstliche Ruine im Park aufgebaut und mit zwei Inschrifttafeln versehen, die auf die erste Kohorte der Sequaner und Rauraker zurückgehen. Besonders stolz war der Graf auf den vier Götterstein vom Sockel einer Jupitersäule. Nicht alle Fundstücke konnten nach dem damaligen Wissen richtig zugeordnet werden. So waren diese Sandsteinsäulen keine Grabmale römischer Legionäre, sondern die Stützpfeiler von Turmfenstern. Überhaupt hat es im Odenwald niemals Legionäre, sondern nur Auxiliares gegeben. Das Missverständnis entstand unter anderem durch den Fund von Ziegelstempeln und dem sogenannten Fortunastein des Titus Manius Magnus, Centurio der 22. Legion, der in Schlossau gefunden wurde. Ein weiterer Fortuna-Altar befindet sich in der Kirche von Bullau und verweist auf einen Centurio der 8. Legion. Für Graf Franz und seinen Regierungsrat Johann Friedrich Knapp schien somit bewiesen, dass Legionen in ihrer Grafschaft mit germanischen Barbaren gekämpft haben müssten. Diese Überzeugung nutzte der schelmische Forstrat Louis, um dem Grafen einen höchst denkwürdigen Streich zu spielen. Rund 800 Meter westlich des Odenwald-Limes, in der Nähe des Jägertors bei Würzberg, steht in einem einsamen Waldstück der sogenannte Legionsadlerstein. Die Inschrift lautet: Auf dieser Stelle ist 1820 der römische Legionsadler gefunden worden. Lange war es ein Rätsel, was es mit diesem Denkmal auf sich hatte und wo der Adler schließlich verblieb. Erst in jüngerer Zeit brachte man das Geheimnis mit der schillernden Figur des Friedrich Louis in Verbindung, der bei seinen Zeitgenossen auch als Eulenspiegel des Odenwaldes bekannt war. Um die Gestalt des schlitzohrigen Försters ranken sich schon zu Lebzeiten zahlreiche Anekdoten. Mit der Fälschung eines Legionsadlers setzte er seinen Streichen jedoch die Krone auf.
Als Forstrat unterstützte er natürlich Graf Franz bei seinen Limesforschungen im Odenwald und lächelte wohl im Stillen über die fast kindliche Begeisterung seines Herrn über jede noch so geringe Entdeckung. 1789 begleitete er ihn sogar auf einer Italienreise, wo Graf Franz einige Stücke für seine römische Sammlung erwarb. Im Frühjahr 1820 begab sich Louis im Geheimen zu einem Schmied nach Michelstadt. Nach dem Vorbild eines Legionsadlers aus Montfaucon goss dieser nun aus Messing eine Kopie und versah sie mit künstlichen Spuren des Alters. Louis hatte sich für die Auffindung des Adlers schon einen perfekten Plan gemacht. Damit der Fund glaubwürdig wirkte, musste die Fundstelle zu den damaligen Hypothesen über den Limes passen, dass nämlich die 22. Legion in der Nähe von Würzberg stationiert gewesen sei. Im Miesgraben versteckten Louis und sein Sohn Fritz den Adler unter einem Steinhaufen. Am 8. Mai befahl Louis dem Tagelöhner Wilhelm Spatz, das umliegende Land für den Anbau umzubrechen. Fritz sollte unter dem Vorwand, ein Wild zu schießen, die Auffindung des Adlers beobachten. Der arglose Bauer staunte nicht schlecht, als er beim Wegräumen der Steine auf etwas Metallisches stieß. Sofort war Fritz bei ihm und wusste sich kaum zu fassen, ob dieser unglaublichen Entdeckung. Er riet Spatz, den Adler sofort zu Graf Franz nach Erbach zu bringen. In Erwartung eines guten Trinkgeldes machte sich der Bauer auf den Weg und er sollte nicht enttäuscht werden. Der alte Graf geriet beim Anblick des Vogels völlig außer sich und gab ihm dafür 2 Kronentaler. Endlich war bewiesen, was Franz schon immer vermutet hatte. Die Legion hatte sich aus der Hauptlinie in die Auffangstellung des Limes zurückgezogen und dort eine schwere Niederlage erlitten. Der Graf malte sich aus wie der Aquilifer, von teutschen Barbaren umzingelt, in höchster Not den Adler vergraben hatte. Der Hofmaler Christian Kehrer sollte umgehend 2 Abbildungen des Sensationsfundes fertigen. Er starrte lange Zeit wortlos auf die merkwürdige Kreatur und erkannte dann die minderwertige Qualität der Fertigung. In seiner Begeisterung entging dies dem Grafen und er fragte, was Kehrer zu dieser Entdeckung sage. Dieser wollte seinen Herrn nicht belügen und äußerte offen, dass er den Adler für eine Fälschung halte. Wutentbrannt entließ der Graf Kehrer in Ungnade. Die Bestätigung eines Heidelberger Professors bestärkte den Grafen in seinem Glauben an die Echtheit des Fundes. In der Zeitschrift Kuriositäten 1820 schrieb er: »Möchte es mir doch beschieden sein, Ihnen das Seltenste zu liefern, was in diesem Fache aus grauem Altertume zu uns gekommen ist, was Herculaneum, Pompeji und Stabia uns nicht gegeben haben und was selbst Roms durchwühlte Eingeweide uns nicht liefern konnten, dass dieses herrliche Stück des Altertums, das meiner Sammlung die Krone aufsetzt, ein Adler einer ganzen Legion gewesen.« Noch im gleichen Jahr ließ er den Adlerstein aufstellen. Der unglückliche Vogel, wie Kehrer ihn nannte, erhielt seinen Platz im römischen Trophäum. Dort stand der Adler, mit einem Löwenfell drapiert, im Mittelpunkt. Erst nach dem Tod des Grafen 1823 bekannten endlich Forstrat Louis und seine Helfer ihre begangene Sünde. Der Zustand des Trophäums blieb noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts unverändert. Dann ließ Graf Eberhard der 15. den Adler entfernen. Nur das Löwenfell blieb inmitten des Waffenarrangements erhalten und erinnert bis heute an die Adleraffäre. Im Jahr 1874 ließ Graf Eberhard ein Denkmal seines Großvaters vor dem Erbacher Schloss errichten, das ihn in einer römischen Toga zeigt. Den Sockel schmücken 3 Porträts der engsten Mitarbeiter des Grafen. Außer Kehrer auch der Regierungsrat Knapp und Friedrich Louis, ein Zeichen, dass das gräfliche Haus ihm seinen Streich vergeben hatte. Der falsche Legionsadler verschwand und wurde nie wieder gesehen.
Aber das Waldstück, wo er gefunden wurde, trägt noch heute den Namen Adlerschlag und ist gleichzeitig ein Denkmal für einen der größten Schelme des Odenwaldes, dem Förster Friedrich Luis.